Ey, das ist einfach krass, Alter! Scheiße! Guck dir das an! Mit der Holzsäge! Fuck! ...30 mm, Vollmaterial, Aluminium. Wir sehen hier, dass ich es gerade eben geschnitten habe. Aber ihr werdet es nicht glauben, womit und wie schnell das ging. Und jetzt machen wir noch ein paar Versuche. Ihr seid dabei, um rauszufinden, ob man das so praktisch auch in Zukunft machen kann. Auf jeden Fall legen wir los. Auf jeden Fall ein kleines, dickes Monster. Wir nehmen dazu meine Makita Kappsäge zum Holzschneiden. Damit habe ich die komplette Terrasse gebaut. Alles Mögliche schon mitgeschnitten. Das Sägeblatt ist locker 2 Jahre alt, für Holz gedacht. Und jetzt geht's los. Tun wir so, als wäre das unser Holz. Achtung! Mein zweiter Schnitt. Also das ist krass. Für eine Notlösung würde ich sagen, geht doch. Ich muss für mein Buggy-Projekt, ich habe jetzt die neue Haldex eingebaut, brauche ich hier Abstandsklötze. Die lasse ich mir jetzt natürlich drehen, aber ich muss vorher ausprobieren, ob ich hier mit 3, 4 oder 5 cm zurechtkomme. Deswegen haben wir diese 3 mm Klötze, die wir nachher später hier einsetzen, damit das ein bisschen runterkommt, damit meine Antriebswelle etwas, ich sag mal, nicht so stark belastet wird. So, das ist der Grund. Jetzt hatte ich aber kein Material mehr gehabt, wo ich mir einfach so Dinger machen konnte, habe aber das hier gefunden. So, jetzt habe ich diesen riesen Klotz an Aluminium. Den konnte ich nicht in meine Kreissäge spannen, das konnte ich nicht in meine Bandsäge spannen. Ich hatte sonst kein Werkzeug, womit ich das schnell schneiden konnte, weil wie gesagt, hier geht es um Schnelligkeit. Plus das Ganze mit einem Winkelschleifer und mit einer Trennscheibe, da wäre ich ewig unterwegs. Und ich habe mir gedacht, probier das doch mal schnell mit einer Kreissäge. So, was wir jetzt noch machen, wir pimpen das Ganze, wir machen etwas, weil wir das nicht schweißen, etwas Öl hinzu und gucken, was passiert. Ich denke, das sollte reichen für den Anfang. Man weiß nie! Vorsichtig! Okay.
Nee, es ist besser. Es ist viel flüssiger durchgegangen. Viel besser. Krass. Der geht da durch wie nix. Das ist ja mal... Deswegen war ich so irritiert, weil das so leicht ging. Ich dachte, was ist... Irgendwas ist kaputt, aber das ging so leicht. Wahnsinn. Wahnsinn. Alter Vater. So, ich will gucken, ob das Sägeblatt noch mitmacht. Ich will einfach weitermachen. Ja? Zeig mir die andere Schnittkante. Das ist jetzt nichts, was ich empfehlen würde. Ich finde nur faszinierend, dass mit solchen Werkzeugen, ich meine, das ist ja, okay, es ist eine gute Makita, darf man auch nicht vergessen. Makita ist ja ein Name. Aber es ist so eine Holzbearbeitungssäge und wir marschieren hier durch diesen fetten Block, als wäre das nichts. Das gehört zu unserer Rubrik Experimente. Bitte nicht nachmachen. Jetzt kommen die ersten Kommentare. Igor, du regst mich auf, du sagst, Experiment bitte nicht nachmachen, dann tust du so etwas. Was ist der Sinn des Ganzen? Genau, was ist der Sinn? Was ist Sinn des Lebens? Was ist Sinn von YouTube? Ich weiß es nicht. Das war Faktor 3, würde ich sagen, oder? Zum ersten Mal. Okay, ich war das erste Mal auch richtig zaghaft, ne? Aber ey, es geht. Es geht. Es geht. Also wenn ich jetzt am Stück schneiden würde, ich meine, die ist jetzt auch nicht heiß oder so, ne? Das Interessante ist, du merkst jetzt auch keine besondere Hitzeentwicklung. Es ist hier an dem Deckel ganz leicht, keine Ahnung, 20, naja, was sagt mein Backenthermometer? Geben wir dem 30 Grad. Auf jeden Fall, die Säge ist absolut top. Das Interessante ist, das Sägeblatt sieht noch genauso scharf aus wie vorher, nachdem ich dieses Sandwich hier gemacht habe. Ein richtiges Kunststück, würde ich sagen. Das Sägeblatt sieht noch gut aus, ich kann immer noch schneiden. Das wird nicht so heiß, weil Aluminium irgendwo die Wärme ableitet. Ich bin mir ziemlich sicher, dieser Block auf dem Tisch, ich schneide, er schafft gar nicht punktuell der Temperatur, so viel Temperatur aufzubauen, dass das heiß wird. Na? Er leitet die ja sofort weg. Deswegen denke ich, funktioniert das. Sollen wir mal so einen Langschnitt probieren? Ich will gucken, ob das Sägeblatt mal Tschüss sagt. Weißt du was? Ich marschiere hier einmal durch. Was sagst du dazu? Ich marschiere hier einmal durch. Na, jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert. Hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen, hier ein bisschen. Okay. Ready?
Das ist einfach krass, Alter! Scheiße! Guck dir das an! Mit der Holzsäge! Fuck! Ja, weißt du, wir machen das Video und die ersten Kommentare. Ach, Igor, das mache ich doch schon immer so. Würde mich freuen. Nee, also, ich bin wirklich erstaunt, was es leistet. Es ist einfach unfassbar. Es läuft. Und ich merkte jedes Mal beim Schneiden, ne, sobald ich auf dieses Tröpfchen Öl gekommen bin, wupp, also mit dem Öl und damit, also es. Ich habe gedacht, irgendwann muss die Säge ja Tschüss sagen. Irgendwann muss sie sagen, ey, Alter, ich bin heiß, hör auf mich zu quälen, ich bin nicht dafür gemacht. Aber tut sie nicht, ja. Das Siegeblatt ist nicht heiß, es ist, ja, Aluminium halt, ne? Also ich bin sprachlos. Es ist also brutal. Also das war mal ein verrücktes Experiment. Kann man mit einer Holzkreissäge fette Aluminiumklötze in der Größenordnung schneiden? Ich glaube, das hat noch keiner gemacht, meine lieben Schweißtechnikfreunde. Von daher, ich habe euch lieb. Und dann? Was dann? Was sage ich dann? Ich habe euch lieb und tschüss. Ich muss wirklich Banane sein. Nee, nee, nee. Menschenskinder. Soll ich dir was sagen? Ich glaube, ich werde Tischler. Let's bastel, zieh dich schon mal warm an. Bald sehen wir.